Okay, ihr Süßen, das ist ja das letzte Video in diesem Jahr von mir. Und ich habe Ohrringe angezogen, die man gar nicht sieht. Ich sitze auf meinem Sofa und das ist ja immer so ein bisschen für mich ein Indikator, dass es eher Storytime gibt. Ich glaube, so das persönlichste Video, das ich jetzt bisher gemacht habe. Auch für mich das Wichtigste, denke ich. Es gibt etwas, das ich mit euch teilen möchte. Ich habe mir überlegt, wie ich das einleite am besten. Und in letzter Zeit habe ich immer wieder den Song von Whitney Houston gehört, Step by Step. Und da gibt es so eine Stelle drin, wo ich hoffe, ich heule nicht sofort. There's a bridge and there's a river that I still must cross. Und jetzt gibt es auf jeden Fall so das Ugly Crying Feast Kim Kardashian Style. Das, keine Ahnung, ich versuche mich zurückzuhalten, aber ich bin auf jeden Fall emotional heute. Genau, also sie singt in dem Song halt so, there's a river and there's a bridge that I still must cross, und so ist es bei mir gerade eigentlich auch. Ach, sorry, ich spreche so langsam. Ich hoffe, das kriege ich im Schnitt irgendwie hin, dass das irgendwie zügiger kommt. Das wisst ihr vielleicht nicht unbedingt, aber bei meinen Videos für Make-up und Beauty braucht man immer total viel Licht. Und heute habe ich mir einfach mal gegönnt, mein Ringlicht ganz wenig hell zu machen, und es ist total random, das zu sagen, aber ich glaube, gerade hilft es mir so ein bisschen, zu dem zu kommen, was ich euch sagen will. Am liebsten hätte ich hier irgendwas, wo ich mich dran festhalten kann, aber habe ich nicht, weil, habe ich nicht. Was ich mit euch teilen wollte, ist, dass ich eine Trans-Person bin, das heißt, ich bin transfeminin und auf dem Weg, eine Frau zu werden, genau. Warum ich es mit euch teilen möchte, es gibt so zwei Teile in meinem Leben. Auf der einen Seite fühle ich mich gerade super wohl auf der Arbeit, bei meinen Freunden, bei meiner Familie. Das ist so für mich der richtige Moment, um diesen Schritt zu gehen. In mir gab es ja etwas, das gehofft hat, dass ich dieses Video einfach so durchziehen kann, ohne Schnitte. Aber das wird auf gar keinen Fall möglich sein, merke ich gerade, weil ich irgendwie mich das irgendwie mitnimmt. Also auf jeden Fall ist es so, ich wollte das auf meinem YouTube-Kanal auch teilen. YouTube ist auf jeden Fall ein großer Teil meines Lebens, ein wirklich sehr lebendiges Hobby. Und ich habe mit vielen von euch ja wirklich auch intensiven Kontakt, also auch wenn nur schriftlich. Trotzdem habe ich das Gefühl, euch zu kennen. Und analog zu der großen Veränderung in meinem Leben wird sich auch mein YouTube-Kanal ein bisschen verändern. Das heißt, ich werde Trans-Themen auf meinem Kanal auf jeden Fall mit aufnehmen. Also es wird jetzt immer noch ein Beauty-Kanal bleiben. Ich werde jetzt so ein bisschen erzählen, was gerade so in meinem Leben los gewesen ist. Also ich weiß auch nicht, war in der letzten Zeit nicht besonders glücklich. Auch wenn ich das natürlich jetzt nicht in meinen YouTube-Videos ausleben wollte, weil ich möchte, dass mein YouTube-Kanal wirklich so ein positiver Ort ist, also nicht so toxisch positiv, schon auch authentisch. Und um authentisch zu bleiben, teile ich das mit euch halt, was ich heute mit euch teile. Aber ich habe gemerkt, eine lange Zeit, dass es mir nicht gut ging und dass ich versucht habe, also ich wusste schon die Antwort, glaube ich, insgeheim schon immer. Ich wusste schon immer, dass ich eine Frau bin, aber der Weg ist so hart und es gehen einem Gedanken durch den Kopf, die man einfach nicht so richtig einordnen kann. Und für mich war es zu sagen, ich bin eine Transfrau, irgendwie aufgeben. Ich habe mich doch gut eingelebt als schwuler Mann. Ich kann ja doch auch feminin sein. Ich habe mich selbst als non-binary beschrieben. Ich hätte doch alles haben können, so, und dann fühlte sich das an wie aufgeben. Ich weiß nicht, ob das muss ja auch nicht Sinn machen. Auf jeden Fall fühlte es sich für mich so an. Vor 8 Jahren ungefähr hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich möchte diesen Weg gehen. Hatte auch meiner Mutter schon gesagt, so, Mama, es könnte sein, dass ich eine Frau bin. Wir wissen alle, Menschen können grausam sein. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Diese ganzen Momente, wo man mit Leuten, die einen nicht einordnen können und dafür bestrafen, vielleicht, keine Ahnung, ausgesetzt zu sein. Deswegen habe ich gesagt, das möchte ich nicht machen. Das war dann auch irgendwie so direkt wieder weg, das Thema. Es ist irgendwie so gewesen, mein Leben. Ich habe eigentlich immer das erreicht, was ich wollte. So kleine Randnotiz, ich war ein Hauptschüler und konnte auf die Uni gehen. Ich habe ein Stipendium bekommen, habe in New York studiert. Habe eigentlich immer erreicht, was ich wollte, und war trotzdem irgendwie unglücklich. Und ich weiß jetzt, was mir gefehlt hat. Ich wusste in mir, dass ich transfeminin bin. Aber ich hatte Angst vor dem Weg. Weil Menschen können ganz schön grausam sein. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin im Umfeld, um mal wieder was Positives zu sagen,
das sehr wohlwollend mir gegenüber ist. Mein Bruder hat ganz locker reagiert. Das war mir irgendwie komischerweise wichtig. Kleine Randnotiz dazu. Ich wollte das Outing bei meinem Bruder diesmal nicht verkacken, weil als ich mich mit 15, glaube ich, mit meinem Bruder geoutet habe, habe ich so bei meiner Oma, habe ich so gegessen und habe dann einfach mich so einmal kurz umgedreht und meinte zu meinem Bruder so, David, übrigens, ich bin schwul. Und ich glaube, ich wollte besonders cool sein und habe das deswegen so gemacht. Und deswegen habe ich das diesmal ganz offiziell und richtig gemacht. Und auch bei meiner Mutter, wo ich gesagt habe, boah, ich glaube, ich kann das gar nicht sagen, ohne irgendwie loszuflennen. Es tut mir leid, dieses Video wird auf jeden Fall viel ugly crying. Hat gesagt, dass ich sowieso schon immer ihre Tochter war. Und das hat mir viel bedeutet. Ja, auch sorry an die, denen ich es jetzt noch nicht gesagt habe. Meistens wollte ich es persönlich sagen, ab und zu am Telefon, aber meistens wollte ich es persönlich sagen, weil das halt so, keine Ahnung, war für mich wichtig. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Also alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, surprise, surprise. Und alle, an die ich eine SMS geschickt, SMS, als wäre es 2005, ne? An alle, an die, die ich einfach so über eine Nachricht noch informiert habe, guckt euch dieses Video an. Das ist der Grund, warum ich wollte, dass ihr euch dieses Video anguckt. Ich weiß ja nicht, wann ihr das anguckt. Genau. Also, tada! Also ich wohne ja in Berlin, das heißt, ich habe auch ganz viel Unterstützung aus der Trans-Community. Das hat nämlich eine Therapeutin. Also Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kompliziert es ist, diesen Weg zu begehen. Also nicht emotional. Ihr seht, ich bin heute, ich glaube, ich habe es geschafft, nicht eine Träne zu heulen in meinen ganzen, fast jetzt 5 Jahren auf YouTube. Und jetzt bin ich die Wasserwerke, ne? Also ich habe super viel Support aus der Trans-Community bekommen. Und deswegen möchte ich auch Support zurückgeben, also in diesem Video. Ich weiß nicht, ganz im Ernst, ob das viel Support ist, mich hier zu sehen, wie ich rumheule und euch erzähle, wie es mir gerade geht, wie der Weg weitergeht. Aber es ist ja auch das erste Video. Also vielleicht gibt es ja dann auch ein paar Videos, wo man ein bisschen praktische Tipps bekommt, nicht nur Emo-Geschichten. Na egal, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich bin jetzt 42. Ich habe das Gefühl, ich werde 84 irgendwie oder älter. Ich will ja 90 werden. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade in der Mitte meines Lebens. Und ich habe mich für mich das so entschieden. Die erste Hälfte Boy. Okay, Boy mit 40, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und die zweite Hälfte Girl. So, genau, seit dem 31.10., also Halloween, nehme ich Hormone. Ich finde, das ist ein genialer Zeitpunkt, nochmal zu starten. Bisher gehöre ich zu denen, die keine Nebenwirkungen haben. Also man kann ganz unterschiedliche Nebenwirkungen haben. Ich mache Logopädie, um meine Stimme zu verändern. Und das ist auch ein sehr spannender Prozess. Also ich möchte, dass ich mich meiner Stimme wiederfinde. Gleichzeitig wird sie sich verändern, glaube ich. Ihr werdet es ja mitbekommen. Kleine Randnotiz dazu noch. Ich glaube, deswegen fand ich Ariel auch schon mal so cool, weil die bereit ist, alles aufzugeben, um halt ihre World upside down zu machen. Also jetzt natürlich nicht 1:1 wie ich, aber so irgendwie diese Bereitschaft, alles aufzugeben, um etwas zu erreichen, diese Abenteuerlust im Grunde, die man haben muss. Das hat mich, also glaube ich, schon als Kind beeindruckt und deswegen mag ich Ariel so gerne. Ganz kurz noch eine Randnotiz zum Kindsein. Leute, ich habe schon, als ich 4 oder was 3 war, ich habe mir auf ein, im Kindergarten, auf ein Papier, ein High Heel, ein Stöckelschuh, wie man früher gesagt hat, gezeichnet, den ausgeschnitten auf meine Schuhe geklebt. Und ich glaube, ich habe gar nicht registriert, dass das jetzt nur für Frauen ist, weil als Kind ist man ja so, man ist noch nicht so, dass man denkt, das ist für Männer und das ist für Frauen und das und das und das. Und ich habe ja gemerkt, dass das darf man nicht schön finden. Leute, fragt mich nicht warum, es war einfach so eine Faszination für alles Weibliche. Meine Tante hatte immer so Perückenteile. Da ist, glaube ich, schon diese Faszination für Beauty entfesselt worden. Ich habe mich ja immer für Beauty interessiert und habe das geliebt. Ich meine, hätte ich nicht studiert, wäre ich Visagist geworden. I try to end on a positive note. So bin ich einfach. Also ich versuche, das habe ich meiner Mutter, glaube ich, dass man, keine Ahnung, dass man halt, also ich möchte dieses Video nicht in Tränen beenden, sondern ich möchte euch sagen, dass ich auf meinem Weg bin. Ich hoffe, ihr bleibt mir halten. Wenn nicht, ich kann es nicht ändern, das bin ich und das wird ein spannendes Jahr, das kann ich euch versprechen. Ich versuche euch einfach teilhaben zu lassen an dem, was ich erlebe. Meine lieben Abschlussworte, wie immer, sind ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, hinterlasst einen Daumen hoch. Das sage ich heute nicht, das würde, glaube ich, gar nicht passen. Ich habe auch schon einen Namen, einen Arbeitstitel, einen AT, wo ich noch nicht richtig weiß, ob der bleibt.
ey, das werden so witzige Videos. Ich werde auf jeden Fall Videos machen, wo ich euch Namen vorstelle und ihr müsst mit abstimmen, welchen Namen ihr am besten findet. Ich entscheide natürlich am Ende selber, aber ich möchte natürlich eure Meinung wissen, weil das mir immer hilft. Und mein Arbeitstitel ist Danielle, die weibliche französische Form von Daniel, weil wer diesen Kanal kennt, weiß, ich liebe Südfrankreich und irgendwann werde ich da mal hinziehen, bestimmt. Ich werde meinen Weg gehen, ich werde diese Brücke überqueren, diesen Fluss. Seid dabei, wenn ihr wollt. Es wird ein spannendes 2024. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Bis dahin. Tschüss. Oh Gott, dieses Video zu drehen war echt eine harte Nuss.